So, es wird langsam spät. Lasst uns jetzt die Aufgabe 3 lösen. Leiten Sie das Wegzeit- und Geschwindigkeitszeitgesetz der gleichförmigen Bewegung a gleich 0 mit Hilfe der Integralrechnung her. Herleitung, das und das, die gleichförmige Bewegung mit Hilfe der Integralrechnung. Okay. Herleitung des Geschwindigkeitszeitgesetzes So, na gut, gucken wir erstmal an, was wir gegeben haben. Wir haben die gleichförmige Bewegung gegeben, also a ist 0. Gesucht ist das Bewegungszeitgesetz. Auf geht's. Wir fangen ja bei immer mit der Definition der Beschleunigung an. So, a ist gleich dv nach dt. Wir stellen das Ganze nach dum. Wir packen unsere Integrale dran. Am Anfang linke Integral nach dv. Untere Grenze ist irgendeine Anfangsbedingung. Die können wir zum Beispiel sowas wie eine Anfangsgeschwindigkeit setzen. Und am Ende wollen wir die Geschwindigkeit ja herauskriegen. So, rechte Seite von Integral. Integrant ist dt. Anfangszeit 0 Sekunden. Und dann bis zum Endzeitpunkt. So, hier ist wieder entscheidend, dass wir uns ganz genau anschauen, was für eine Bewegung haben wir, welche Beschleunigung gilt hier. Hier habe ich eine gleichförmige Bewegung, also a ist 0. Gucken wir uns mal an, was dann passiert. Ui. Wenn ich 0 habe, dann verschwindet das Integral auf der rechten Seite. Es wird also leicht auf der rechten Seite. Ich muss nur das linke Integral lösen. Das ist v minus v0. Das ist gleich 0. Ich stelle nach v um. V ist gleich v0. Ja. Genau das erwarte ich auch bei einer gleichförmigen Bewegung. Ich habe eine Anfangsgeschwindigkeit und während des gesamten Zeitvorgangs bleibt die Geschwindigkeit konstant. Super. Das war die Herleitung des Geschwindigkeitszeitgesetzes mithilfe der Integralrechnung für die gleichförmige Bewegung. So, machen wir jetzt die Herleitung des Wegzeitgesetz mit Hilfe der Integralrechnung. Ich arbeite jetzt einfach mal rechts daneben, um das ein bisschen gegenüberzustellen. Im Abitur bitte niemals nebeneinander arbeiten, sondern immer untereinander arbeiten. Das ST-Gesetzes. So, gegeben haben wir wieder die gleichförmige Bewegung, also a ist 0, gesucht ist s von t und bei der Lösung würde ich wieder den Ansatz wie immer verwenden für das Wegzeitgesetz, fange ich mit der Definition der momentanen Geschwindigkeit an.
Und ich werde wieder vorgehen, wie bei der anderen Aufgabe auch. Notieren, Integrale einsetzen und nachschauen, was passiert. So, ich würde als Ergebnis gleich hier schon mal an der Stelle schreiben, was ich vorhin ausgerechnet habe, nämlich dass v gleich v0 ist. So, jetzt aber erstmal zurück, Definition der momentanen Geschwindigkeit. V ist gleich ds nach dt, nach ds umgestellt, ds ist gleich v mal dt, Integrale ds von 0 bis, linke Integral, untere Integrationsgrenze, was irgendwas mit dem Weg zu tun hat, als sinnvolle Anfangsbedingung ist natürlich sowas wie ein Anfangsweg. Und am Ende habe ich irgendeinen Weg zurückgelegt, das ist dann der Weg S. Rechte Integral. Integral V dt. Integrant T, also Zeit. Untere Grenze ist der Zeitpunkt T gleich 0 Sekunden. Und am Ende dann Obergrenze T. So, jetzt wieder anschauen. Wie hängt denn V von der Zeit ab? Hier habe ich eine gleichförmige Bewegung. V ist konstant, nämlich hat den Wert V0. Den kann ich hier dann einfach einsetzen. So, dann integrieren wir jetzt linke Seite wieder klar. S minus S0 ist gleich rechte Seite. Wieder Integrationsregeln für Konstanten. Das ist dann also V0 mal T. Minus V0 mal 0. Ganze nochmal schick machen. Hey, das ist genau die Formel, die ich auch im Tafelwerk finde. Für den allgemeinen Fall. So. Und damit haben wir einzig aus der Information, dass die Beschleunigung 0 ist, alle anderen Gesetzmäßigkeiten für den Weg und für die Geschwindigkeit mit Hilfe der Integralrechnung hergeleitet. So.